Man hat an sich schon genug Probleme mit Epiros. Warte mal, ich mach mal kurz. So. Gut. Genau, die Banditen haben die Dienste einer anderen Partei angeboten. Dadurch erhöht sich ihr Einfluss, was wiederum zufriedener macht. Super, super duper. So, jetzt bin ich wieder gesund. 4 Runden brauche ich für die vollständige. Vollständige Genesung. Militärsabotage erfolgreich. Das ist natürlich super. So. Warte, das habe ich gerade falsch geschrieben. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz. Prophetzeichen Game. Epidirome. Total. Ware. 2. Danke. So. Entschuldigung. So. Muss ich kurz nochmal ändern, weil wir spielen ja nicht das 1er. Gut. So, wie sieht's denn aus mit der Politik? Risiko ist 0, das ist gut. Die andere Dynastie mag uns sogar. Okay. Wir haben gerade 1200. Ich muss halt ja jetzt leider warten, bis meine Armee wieder vollständig genesen ist. Weil ich habe momentan nur eine und ich habe auch nur Geld für eine. Gut. Das Problem ist hier. Die holen sich wieder eine Fullstack-Armee rein. Was hast denn du hier? Kann ich stehlen? Ja. 7%. Ist ein bisschen wenig. Fehlleiten bringt halt nichts. Nee, dann scout ich lieber, wo die Armee von dem hingegangen ist. Dahin, die geht jetzt wahrscheinlich nach Hause. Und da ist auch noch eine. Okay, alles klar. Die Frage ist jetzt, wo wird der erste angreifen? Also der da geht gerade wieder zurück. Der da kommt vielleicht zu mir zusammen mit der Armee. Ich weiß gar nicht, woher die Geldprobleme kommen. Ernst gemeint? Das kann man zum Beispiel hier sehen. Ich habe Armee unterhalten noch 2300. Es ist halt mega heftig und ich habe nur 2 Gebiete. Das gibt halt nicht sehr viel Kohle. Und deswegen muss man halt schauen, dass man immer mal wieder stiehlt und so weiter. Man hat halt ja auch keine Handelspartner, ne? Genau. Nee, ja, dachte ich mir schon. Genau, da kommt jetzt die Fullstack-Armee, aber das ist ganz cool, weil der schafft es sogar automatisch. Warte mal. Aber nicht über 80%. Das heißt, wir spielen selber. Da können wir ein bisschen mehr die Einheiten schützen. So. Gut, es regnet. Die Frage ist, wo die Verstärkung herkommt. Wahrscheinlich auch von da. Gut, wir machen es eigentlich wie immer. Warte, der hat 90, der da hat 120. Hier reichen eigentlich 2. Ja, schrei mir nicht so ins Ohr. Dankeschön. Die mache ich ein bisschen überlagernd. Genau. So. Die Frage ist, also der Gegner könnte auch, also die Verstärkung könnte auch von da kommen. Aber das mache ich dann, wenn es soweit ist.
Genau, ich hier komme zwei hin. Zusammen mit diesen Knaben. Oh, warte. Ach, das ist ja meine Garnison. Die Garnison hat 3 Pikiniere. Ernsthaft? Das ist ja geil. Dann tue ich die vollen Pikiniere hier rein. Ja, super. Genau, die kommen dann hier hin. Die da kommen dahin, falls hier ein Überraschungsangriff kommt. So. Warte, die tue ich alle drei dahin. So. Gut. Wir haben noch echt viel. Also, warte. Ja, schön für euch. Genau, die Steinschleuderer müssen auf jeden Fall hier so hin. So, dass sie auch ihr Ziel sehen. Die Bogenschützen können ja über die Dächer schießen, was ziemlich gut ist. Das finde ich bei, oh, hier habe ich Bürgerkavallerie, die darf ich leider nicht einsetzen. Beziehungsweise, die darf ich einsetzen, wenn sie nicht stirbt. Genau, bei Troja, also Total War Troja, können das ja alle Fernkämpfer, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist nicht sehr realistisch. Weil Steinschleuderer können nicht im Bogen schießen. Das geht nicht. Die schießen immer ziemlich flach. Das ist hier eben bei Rome Total War 2 ziemlich cool. Weil das wirklich. Nähert sich feindliche Unterstützung. Natürlich kommt die von hinten. Das ist ja ein bisschen. Der landesweite Probealarm heute wird als Fehlschlag bezeichnet. Ist mir gar nicht aufgefallen, als ich um 11 keine Sirene gehört habe. Krass. Ich wusste auch nicht, dass es heute zum. Also so ein Probealarm geben sollte. Wahrscheinlich haben sich ja zu viele aufgeregt, dass es, dass es zu laut ist. So, warte. Die wollen Blut, dann. Ich tue die mal woanders hin. So, viel Spaß. Das macht auch nur der die KI. Mit der Kavallerie frontal auf die Pikiniere. Dämlicher geht's nicht. Oder unklüger. Ja, mach mal den General hier fertig. Ja, ich habe eigentlich ziemlich viele Einheiten hier. Unser General wird angegriffen. Was? Unser General? Wie das denn? KI ist ja fast intelligent. Ja. Geschosse Infanterie zu euren Diensten. Ja, die KI wird, also die
Die Gefechts-KI wird auch sehr häufig auch schon gemobbt, weil die so dumm ist. Aber naja, man darf ja auch nicht vergessen, dass das auch ein sehr altes Spiel ist. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Ich glaube, wir haben neulich nachgeschaut. Wohl eher künstliche Dummheit. Das ist lustig. Das gefällt mir gerade nicht. Oh. Boah. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Das war gerade nicht dumm von ihm, sondern sehr klug. Sind das Steinschleuder? Ja. Ich hol die trotzdem mal, außer die beiden. KI, künstliche Idiotie. Das sind auch Steinschleuder, ja, natürlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, geht mal zurück. Ah, schade. Wir haben... Wieso schießt ihr nicht? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann werde ich mal mit denen um dieses Gebiet hier rumgehen. Mit denen werde ich mal rausgehen. Weil hier sind zwei gute Pikiniers-Einheiten. Hier sind sogar noch mehr. Du gehst zur Seite. Bogenschütze geht dahin. Vater geht dahin. Wo bin ich jetzt? Da bin ich. So, mal hier drauf werfen. Bitte schnell. So. Zum Glück bin ich Spartaner, weil sonst wäre ich ohne Kavallerie aufgeschmissen geflogen. Bürgerwehr, Hopliten, Furiosperre. Ah, die sind schon ziemlich angeknackst. Warte, ich gehe mal mit dem spartanischen Helden. Spartan, nicht Helden, sondern. Ihr wisst schon. Mit meinem General dahin. Okay, das sind Pikiniere, das ist unpraktisch. Warte, aber ich kann die hier auch angreifen. Die werden jetzt halt auch sterben. Ja, schnell. Oh, nein, Pause. Also diesen Bug hasse ich, weil jetzt machen die Phalanx auf. Oh.
und alle gehen weg. Okay. Also normalerweise mache ich das nicht, aber in dem Fall muss es sein. So. Warte. Was hast du denn schon wieder gemacht? Ich gehe jetzt in den Angriff über. Dann reagieren sie schneller. Warte, nee, das sind die beiden, ne? Die beiden sind's. So, die bleiben aber alle da, wo sie sind. Warte, die tue ich mal so. Und die wieder so. Hier sind noch ein paar Einheiten, die... Er sagt jetzt noch, dass er dahin geht. Und hierhin. Ich glaube niemand mehr. Ja, gut. Oh Mann. Wenn ich jetzt wegen diesem Bug verliere. Cool. Was passiert da? Mach mal wieder zu. So. Gut. Einfach angreifen. Ja, natürlich wanken die. Ihr müsst versuchen, die Piken zu umrunden. Dann habt ihr die. So, da sind natürlich die Peltasten noch dazu gekommen, das ist ein bisschen unpraktisch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, die konnten ja nichts dafür, ne? Das war... Wenn du wegen dem Bug verlierst, darfst du neu spielen. Danke, aber ich glaube, das habe ich schon. Ich glaube, das passt schon. So, bitte alle auf diesen blöden Pikinier-Typen. Du bitte auf diese Pikiniere. Ja, auf diese Pikiniere. Oh. Wenn du überlebst, ich glaube... Selbst wenn er hier überlebt, stirbt er. Also ich glaube Dreier überlebt nicht. Ich glaube, wenn 6 überleben, passt es. Okay, hier kommt die Verstärkung. Ich gehe mal hier an den Rücken von dem. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, das ist gerade unpraktisch. So. Moment, ich benutze mal die Kavallerie. Für die fliehen. Das darf ich ja. So, hier alles weg. Ihr habt keine Kugeln mehr. Die wanken auch. Super. Der feindliche General ist tot. Ja. Ich muss mal fortfahren, weil... Weil sonst überleben da zu viele von ihm. Das ist auch ein Grund, warum ich mit also nicht auf legendär spiele, also
keine legendären Let's Plays mache. Weil solche Bugs, die kommen schon manchmal vor. Dann ist es halt echt blöd, weil du kannst bei legendär kannst du nicht Pause machen und dann Befehle erteilen, das geht nicht. Und das ist halt dann ein bisschen blöd. Oh, da ist eine Riesenschlange dahin. 50 und dann die Pikiniere überleben. Oder die könnte ich vielleicht noch einsammeln. Ja, die schaffe ich noch, oder? So. Jetzt können wir beenden. Knapper Sieg, ja? 1000 Verluste, Junge. Da hätte ich es noch lieber automatisch spielen sollen. Ich glaube, allein wegen dem Bug sind zwei von den Piken-Einheiten. Au, oh, das tut weh. Von den Pikinier-Einheiten geflohen. Weil sie. Dadurch bekommen wir so super viel Geld. Weil dadurch haben sie die Phalanx aufgemacht und sie waren ja gerade im Kampf gegen eine Phalanx, also gegen Pikiniere. Und das hat ziemlich an der Moral gebumbert. Naja, gut. Jo. Also, Verborgener Agent wurde entdeckt, das ist unwichtig. Wie sieht's hier jetzt aus? Ja, sieht ganz okay aus. Hier muss ich halt ja jetzt wieder schauen, dass ich an meine Soldaten komme. Du hast keine Frau, das ist aber nicht schön. Sehr schön. Jetzt hast du eine Frau. Wie alt ist die? 52. Die bekommt kein Mann mehr. Minus 3 habe ich da. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt habe ich hier Nahrung gemacht, glaube ich. Ja, mache ich mal den Würdenträger. Weil der kann auch ziemlich pushen. Eurem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Warte, 1, 2, 3, 4, 5 Pikiniere. Nee. Pikiniere brauche ich dann nicht mehr. Zu viele Pikiniere kann auch nachteilig sein.